Neuer Radroman, schon der siebte immerhin. Er heißt Marlowe. Und Marlowe ist ein bisschen die Nemesis von Gerion Rath. Eine sehr zwielichtige Gestalt. Er sieht sich als Geschäftsmann, der aber seine Geschäfte mit Dingen macht, die verboten sind. Also im Grunde genommen die klassische amerikanische Al Capone-Sichtweise. Ich gebe den Leuten das, was sie haben wollen. Und wenn es eben Kokain ist und der Staat hat das verboten, dann kriegen sie es eben trotzdem von mir. Ich glaube, dass Gerion selber manchmal diese Freiheiten, die ein Gangster hat, auch eben in der Polizeiarbeit gerne hätte. Manchmal nimmt er sie sich ja auch raus, indem er eben auf eigene Faust so ein bisschen ermittelt, an den Dienstvorschriften vorbei. Das ist auch im Fall von Marlowe so. Also Rath löst eine ganze Menge Probleme, wie immer auf seine Art und Weise, nicht immer ganz koscher. Gleichwohl steht er am Ende des Romans vor einem noch viel, viel größeren Problem.